Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 13. September 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern, aber ich kann Ihnen weiterhelfen, im richtigen Ort zu sein, auch in den richtigen Augenblick. Und wo ist die Liebesenergie gerade? Und dieser Energiefeld für die Liebe hat in dem Sinne mit Planet Venus wenig zu tun. Es ist ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Widder. Es hat keine Einflüsse von Planeten oder von Sonne und Mond. Das heißt, dieses Energiefeld ist ungestört. Es gibt keine Hindernisse. Aber ein Einfluss von außen kommt schon. Und dieser Stern, was dieses Energiefeld bewegt, das ist der Stern Alperaz. Und dieser Stern Alperaz befindet sich im Sternbild Andromeda. Und das ist das Kopf von Andromeda. Andromeda ist die gefesselte Frau, wird aber von Perseus befreit und zeigt auch eine gewisse Unabhängigkeit und Befreiung und auch Glück in die Liebe. Und genau das verspricht auch dieser Stern. Erfolg in die Liebe. Und es gibt keine Hindernisse. Worauf sollen wir achten und wo ist diese Liebe? Rausgehen, etwas unternehmen, gesellig zu sein. Wir haben aber Glück auch im beruflichen Umfeld. Und wo sollen wir noch achten? Ein gepflegtes Äußeren und ein selbstbewusstes Auftreten, etwas unternehmen, gesellig zu sein und frei und unabhängig fühlen. Dieses Energiefeld und dieser besonderen Stern Alperaz beeinflusst die heutigen Energiefeld, was auf unser Liebesleben wirkt. Aber das ist allgemein und nicht maßgeschnitten. Aber jeder Mensch ist einzigartig und befindet sich in einer anderen Situation, auch in die Liebe. Und jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das zum Erkennen, die richtigen Augenblicke im Leben, im richtigen Ort zu sein und auch die Hindernisse oder sogar Blockaden. Dabei kann ich Ihnen helfen. Auch die Blockaden auflösen. Ich habe meine eigene Methode, die 4-Schritte-Methode für die Blockadenauflösung. Das Wissen geht aber zurück in die alten persischen Astrologie. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.